Herzlich willkommen bei Quirin Live, der Anlegersprechstunde für Menschen, die mehr aus ihrem Geld machen wollen. Ja, es sind keine einfachen Zeiten. Auf den Kapitalmärkten ein tägliches Auf und Ab und gefühlt jagt eine Krise die nächste. Wie verhält man sich als Anleger in solchen Situationen? Was heißt es, als Anleger vorsichtig zu sein? Nun, darüber und vieles, was dazugehört, sprechen wir in der heutigen Ausgabe von Quirin Live. Ich wünsche Ihnen ein spannendes Video. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quirin Live, der Anlegersprechstunde für Ihre Fragen. Ich bin Janine Penzold und ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich. Ich freue mich sehr, heute hier wieder dabei zu sein und ich freue mich vor allem, dass Sie eingeschaltet haben und auf Ihre Fragen. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wenn man zurzeit Zeitungen liest, hat man ja das Gefühl, schlimmer könnte es kaum kommen. Ja, erst Corona, dann Kriegsbeginn, Klimakrise nach wie vor ungelöst, Energiepreiskrise, schwacher Euro, Rezession, Depression. Also es klingt alles ganz schrecklich und fürchterlich. Und fragt man sich doch, wie schlimm ist es denn jetzt wirklich und was heißt es vor allem für Menschen, die bereits Geld angelegt haben oder die vielleicht auch Geld anlegen wollen? Und das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Mitgebracht habe ich wie immer zwei Fachmänner, die hier für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. Das ist zum einen der Philipp Dobbert, der Leiter Vermögensverwaltung und Chefvolkswirt bei uns im Haus. Philipp, schön, dass du da bist. Hallo Janine, freue mich auch sehr. Schönen guten Abend. Und zum anderen unser Leiter Privatkundengeschäft, Christian Oswald. Christian, schön, dass auch du heute hier wieder für die Fragen unserer Zuschauer zur Verfügung stehst. Ja, auch von meiner Seite. Hallo Janine, freue mich, dass Sie alle dabei sind wieder. Ja, wer regelmäßig dabei ist, weiß das. Also dieses Format ist explizit für Ihre Fragen da. Das heißt, nutzen Sie die Gelegenheit, wir haben keine Präsentation vorbereitet, sondern es geht hier tatsächlich um Ihre Fragen rund um die Geldanlage, die Kapitalmärkte, was Sie da beschäftigt und bewegt. Das können Sie heute hier loswerden. Ihre Fragen können Sie ab sofort stellen und zwar bitte unten in der Menüleiste, da gibt es einen Bereich, der heißt F&A, Fragen und Antworten. Bitte da Ihre Fragen stellen, nicht in der Chat-Funktion, weil das ist mal sehr schnell unübersichtlich. Also bitte gerne den F&A-Bereich nutzen. Genau, die können Sie ab sofort stellen, die landen dann bei mir und ich gebe das dann an die beiden Herren weiter. Ja, dann wollen wir keine Zeit verlieren, sondern direkt starten. Christian, sag mal, in vielen Branchen gibt es ja ein Sommerloch. Gab es bei uns auch eins oder was war so los seit der letzten Ausgabe von Quirin Live? Naja, du hast ja eh schon ein kleines Potpourri an Gruselelementen aufgezählt, die uns permanent begleiten. Und je nachdem, ob der Markt gerade mehr auf der Seite der Hoffnung ist, das war er beispielsweise jetzt im Juli, oder mehr auf der Seite der Pessimisten, das erleben wir gerade im August, gibt es einfach sehr, sehr volatile Kapitalmärkte. Und das Hauptproblem, das wir zurzeit sehen, ist einfach das normale Verhalten von uns Menschen in Krisensituationen. Also wenn Gefahr droht, ist im Übrigen ja auch im Tierreich so, dann ist die übliche Reaktion Flucht oder Verstecken. Ja, also bis quasi das Unheil vorbeizieht, dann kann man sich wieder rauswagen. Und diese Frage, was heißt es jetzt für einen Anleger, vorsichtig zu sein, liest man zwar in jeder zweiten Stellungnahme von sogenannten Kapitalmarktspezialisten, die Anleger sollen jetzt vorsichtig sein, aber die Frage ist ja, was heißt das jetzt eigentlich? Was heißt vorsichtig sein für einen Anleger? Soll ich jetzt alles verkaufen und auf bessere Zeiten hoffen? Soll ich mich jetzt mit meinem Bargeld zu Hause unterm Kopfpolster einbunkern, Gold kaufen oder ich weiß nicht was? Also das sagt sich so schnell und leicht dahin, aber die Frage, wie man in solchen Phasen sich richtig verhält, was kann man empfehlen, was kann man weniger empfehlen? Ich glaube, das sind die Punkte, die wir in der nächsten Stunde auch erörtern wollen. Und so gesehen freue ich mich schon auf die Fragen, die da kommen werden. Philipp, ich habe erst heute im Handelsblatt gelesen, der perfekte Sturm zieht auf Europa zu. Die Aktien, die Anleihen, der Euro, alles fällt.
Das übt natürlich Druck auf die Märkte aus. Die Sorgen vor einer Rezession wachsen immer mehr, steigen stetig an. Das klingt natürlich alles dramatisch, insbesondere weil eben nicht wirklich so Aussicht auf Besserung besteht, zumindest kurzfristig. Wie schlimm ist es denn jetzt wirklich? Ja, abschließend werden wir das, wie das immer so ist, bei volkswirtschaftlichen Fragestellen und Zusammenhängen erst dann beantworten können, wenn wir mit der Gnade der Rückschau sozusagen auf diesen Zeitraum zurückblicken können, ne? Das ist, glaube ich, mal die erste ehrliche Antwort. Sicher können wir das jetzt im Moment nicht sagen. Was wir machen können, ist, wir können schauen auf die Indikatoren, die wir haben, auf die volkswirtschaftlichen Zahlen, die wir haben, bis jetzt. Und da müssen wir leider auch ganz ehrlich sagen, die sind schon auch nicht rosig, ne? Die sind in Deutschland nicht rosig, die sind in Europa nicht rosig, die sind auch weltweit nicht rosig. Und immer dann, nicht nur jetzt, sondern immer dann in solchen Situationen, wenn wir es damit zu tun haben, denken wir nur kurz oder relativ kurz zurück an den Ausbruch der Corona-Krise, gibt es immer einen großen Trugschluss bei der Interpretation dieser Daten, vor allen Dingen in der Öffentlichkeit. Aus meiner Perspektive. Und dieser Trugschluss ist zu sagen, naja, ist alles nicht rosig und irgendwie schwierig. Und deswegen wird es wirtschaftlich nicht weitergehen. Deswegen werden wir wirtschaftlich sozusagen den Abgrund hinuntergleiten und da auch nie wieder rauskommen. Und ich glaube, vor dieser Überhöhung der Krise, so schwierig die für alle, nicht nur für die Anleger, sondern auch für viele andere ja ist. Aber vor dieser Überhöhung der Krise sollte man sich aus meiner Sicht und aus unserer Sicht wirklich hüten. Auch ich habe nicht die Fantasie, wo in den nächsten 3 oder 6 oder 12 Monaten da eine signifikante Besserung entstehen soll, wie die Teilnehmer an den unterschiedlichen Wirtschaftsprozessen in den ganzen verschiedenen Branchen, die betroffen sind, sich einstellen sollen auf diese neue Gemengelage, die wir da haben. Ich kann diese Frage persönlich nicht beantworten. Das Gute ist aber, ich muss es auch nicht beantworten und auch Sie als Anlegerinnen und Anleger müssen das nicht beantworten, sondern im Konzert sozusagen auf den Finanzmärkten, auf den Energiemärkten, auf den Produktmärkten und so weiter sind alle Teilnehmer gerade damit beschäftigt, genau jeweils individuell diese Fragen für sich zu beantworten. Und so wie wir das aus den vergangenen Krisen auch immer wieder gesehen haben, werden dabei produktive Antworten herauskommen, die auch irgendwann, warum auch immer, wie auch immer und in welchem Ausmaß auch immer, doch wieder zu wirtschaftlichem Wachstum, zu mehr Wohlstand führen. Und das macht sich dann auch wieder positiv an den Kapitalmärkten bemerkbar. Vielleicht, weil du die Formulierung der perfekte Sturm oder der große Sturm, der auf uns zukommt. Das Handelsblatt, ist, nicht ich. Ja, ich sage. Aber das ist so in der medialen Berichterstattung eben genau das, was der Philipp auch sagt, dieser Hang zur Dramatik, weil nur solche Sätze auch Hicks bedeuten. Und ich weiß, es ist ein altes immer herholen von alten Krisen. Aber wenn etwas echt unterschiedlich war, ich habe mir das angesehen, zum Beispiel 87. Ja, 87 gab es einen schwarzen Montag an den Börsen. Ich weiß nicht, Philipp, ich glaube, über 20% ist damals der Dow Jones innerhalb von 24 Stunden zusammengebrochen. 87 hatten wir in Österreich 2 Fernsehprogramme, 3 Tageszeitungen, kein Mobiltelefon, keine Push-Up-Nachrichten, kein E-Mail und keine weltweite Kommunikation, was irgendwo auf diesem Planeten gerade Schreckliches passiert. Und auch dieser schwarze Montag hat nur relativ eine kurze Zeit gebraucht, um nach 1, 2, 3 Jahren wieder die alten Höchststände zu erreichen. Aber gefühlt war damals weniger Aufregung in der breiten Öffentlichkeit. Und wir leben momentan in einer Zeit, wo, und da muss man sich selber auch ein bisschen an der Nase nehmen, jeder rennt mit dem Smartphone durch die Gegend, hat 3 Alarm-Push-Up-Meldungen permanent aktiviert und wird von auch Medien mit Überschriften und mit Dramatik konfrontiert, die einem wirklich, und da bleibe ich bei meinem Beispiel wieder, Angst macht. Ja? Und in dieser Angst, ruhig zu bleiben und darüber nachzudenken, was es jetzt heißt, vorsichtig zu sein, das lässt einen ein bisschen orientierungslos zurück und lässt sich auch nicht wirklich mit den wildesten Prognosen lösen, weil, wie der Philipp ja richtig sagt, uns verbindet alle miteinander, dass niemand von uns die Glaskugel hat. Und
ja, am kurzen Ende kann es natürlich noch sehr unangenehme Situationen geben, weil eben Inflation und die EZB offensichtlich jetzt doch aggressiver Markt agieren muss, dass es in alle Richtungen noch ausschlagen kann. Aber die Frage bleibt trotzdem, wie kann ich mich als Anleger in solchen Momenten verhalten und wie kann ich versuchen, mental auch diese Situation besser zu verarbeiten? Und ich bin schon gespannt, ob es in dem Zusammenhang auch die eine oder andere Frage unserer Zuhörerinnen und Zuhörer gibt. Ja, genau. Die ersten Fragen trudeln auch schon ein. Und bevor wir gleich dazu kommen, haben wir auch wieder zwei Fragen vorbereitet, die ich gerne noch einstreuen würde. Einfach um so ein bisschen zu gucken, wie geht's Ihnen im Moment gerade? Ne? Christian hat es gerade schon gesagt, das ist wirklich sehr viel Aufregung eben auch in der durch die Berichterstattung. Und wir würden gern von Ihnen wissen, ich starte das jetzt mal. Verunsichern Sie die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen, mit denen wir eben so zurzeit konfrontiert sind und die vor allem eben medial sehr, sehr präsent sind? Also Sie stimmen hier anonym ab und ich teile dann im Nachgang auch immer die Ergebnisse zur Ansicht für alle. Und so gibt es immer ein ganz, ganz gutes Stimmungsbild auch für uns. So, ein Großteil hat jetzt abgestimmt und dann würde ich die Umfrage jetzt auch beenden und die Ergebnisse für Sie zur Ansicht freischalten. Und da sehen wir, der Großteil, 55%, hat geantwortet, ja, ein wenig. Also verunsichern Sie die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen, ja, ein wenig, geben 55% an. Immerhin ein Drittel ist sehr beunruhigt und ja, nur 10% sagen, nein, das beunruhigt mich gar nicht. Und dann haben wir noch eine zweite Frage vorbereitet. So, einen ganz kleinen Moment. Genau, welche Rolle da die Medienberichte eben auch spielen, ne? Also wie empfinden Sie die derzeitige Medienberichterstattung? Unnötig dramatisierend? Eher realistisch und angemessen oder sogar, nein, die verharmlosen eher noch die Tatsachen oder ja, ich weiß nicht, ich kann das nicht so richtig beurteilen. Auch hier ein eindeutiges Ergebnis. Ein Großteil von Ihnen hat schon abgestimmt. Wir warten noch einen ganz kleinen Moment. Vielen Dank, dass Sie immer so zahlreich und fleißig da auch teilnehmen. Und jetzt gebe ich die Ergebnisse für Sie frei. Also 53%, über die Hälfte der Zuschauerinnen und Zuschauer geben an, unnötig dramatisierend. Ja, also genau die Richtung, die Christian eben auch gerade schon angesprochen hat. Und 22% sagen, es ist realistisch und angemessen. Und 16% sagen eher, dass die Tatsachen danach verharmlost werden. Also vielen Dank für Ihre Teilnahme. Und ja, es zeichnet eben doch schon ein recht eindeutiges Bild, ne? Und welche Rolle hier die Medien eben auch spielen. Ich meine, einen Gedanken schon dazu. Ich meine, es zeigt, dass ein überwiegender Anteil an Menschen in Sorge ist, ja. Und das auch begründet. Ich will auch nicht, ich glaube, niemand von uns will jetzt Beispiel und sagen, die bösen Medien sind an den schwierigen Situationen schuld. Aber es gibt Sorge. Das muss man respektieren und damit muss man auch umgehen. Und das Zweite ist natürlich, wie gesagt, dieses mediale Trommelfeuer, dem wir ausgesetzt sind, verstärkt dieses Unwohlsein einfach noch einmal. Und da stellt sich halt die Frage, wie kann man da damit umgehen, beziehungsweise welche Reaktionen sind eher vernünftig und welche Reaktionen sind kontraproduktiv?
Ich würde jetzt auch gerne gleich die erste Frage eines Zuschauers mit einstreuen. Es gibt seit Wochen und Monaten mit Ausnahme des Juli nur schlechte Nachrichten für die Finanzmärkte, weil die vielen Krisen noch zunehmen. Gibt es denn einen Lichtblick am Horizont, Philipp? Du hast es ja vorhin schon kurz angerissen. Ist es letztendlich das Vertrauen darin in die Märkte, sie werden es schon richten und in einer funktionierenden Marktwirtschaft erholt sich früher oder später alles wieder? Ja, das ist im Grunde genommen der große Lichtblick, den es da aus unserer Sicht und aus der Sicht auch vieler anderer durchaus gibt. Ich glaube, gerade so in der aktuellen Situation kann man da so ein Beispiel herausgreifen, was vielleicht diese Funktionslogik so ein bisschen vor Augen führt. Weil manchmal habe ich auch so in Kundengesprächen oder Interessentengesprächen den Eindruck, dass diese Haltung, die wir da haben, so ein bisschen als Naivität oder Zweckoptimismus oder so missverstanden wird, ne? Und das ist damit nicht gemeint. Nehmen wir mal die Inflation, die sicherlich auch in den Fragen noch auftauchen wird als Beispiel. Woher kommt diese Inflation in Deutschland und Europa vor allen Dingen? Die kommt in erster Linie daher, dass wir es mit Störungen auf bestimmten Märkten zu tun haben, ne? Die Energiemärkte sind extrem gestört durch das Umfeld, was du vorhin schon so schön dargestellt hast, Janine. Und dadurch kommen die Preise durcheinander. Ne? Und das hat dann so was Apokalyptisches. Ne? Die Preise steigen immer weiter und was soll bloß werden? Wie soll denn da der, wo kommt denn da der Lichtblick her? Ne? Und gerade bei den Preisen ist es so schön, weil aus ökonomischer Sicht natürlich für jeden einzelnen Geldbeutel, auch für meinen, auch für Ihren, ist das alles sehr misslich, ne? Aber aus der rein ökonomischen Perspektive machen die Preise gerade genau das, was sie sollen, nämlich sie geben uns ein Hilfsmittel, um Knappheiten erfolgreich zu administrieren, ne? Um wirklich sicherzustellen, es kommt weniger Gas, jetzt steigt der Preis für Gas enorm, damit das Gas wirklich nur dorthin gelenkt wird, wo es am dringendsten gebraucht wird, ne? Wo selbst noch dieser hohe Preis gezahlt wird und gezahlt werden muss. Und wenn wir diesen Preismechanismus gar nicht hätten, dann würde wahrscheinlich schon gar kein Gas mehr aus Ihrer Leitung zu Hause kommen, weil alle immer fröhlich irgendwie weiter konsumieren. Also diese Funktionsweise, dass Märkte nicht dafür da sind, Schönwetterphasen irgendwie zu perpetuieren, sondern dass Märkte dafür da sind, erfolgreich zu reagieren auf Schönwetterphasen, aber auch auf Schlechtwetterphasen, so wie wir sie eben erleben. Das ist im Grunde genommen der große Lichtblick. Und in allen Krisen, die wir kennen aus der Vergangenheit, funktioniert dieser Lichtblick erfolgreich. Vielleicht noch als Ergänzung, warum wir uns nicht nur einem Zweckoptimismus hingeben, sondern weil wir immer wieder ja auch in ganz, ganz schwierigen Momenten erleben konnten, dass sich Situationen auch wieder beruhigen. Erinnern wir uns an das Platzen der Tech-Blase, nicht? 2000er Jahre. Was wurde denn da nicht alles in Grund und Boden geschrieben? Ein paar Jahre später ist es die mit Abstand boomendste Industrie, die man sich nur vorstellen kann. Finanzkrise 2008, 2009. Niemand konnte sich vorstellen nach Lehman, wie man aus diesem Wahnsinn herauskommt. Wir haben es irgendwie geschafft. Corona, ein sehr aktuelles Beispiel, vor 2 Jahren totaler Weltuntergang gefühlt, im Moment ein mittlerweile wenig beachtetes Thema. Wo man aber aufpassen muss, was der Philipp da beschreibt, und wir wollen auch jetzt nicht zu politisch werden, aber die Entwicklung von Preisen sollen ja etwas bewirken. Und da muss man jetzt ziemlich mit einfachen Lösungen aufpassen, indem man sagt, irgendwer, eben zum Beispiel der Staat, soll einen Beitrag leisten, dass sich die Preise nicht so anfühlen, wie sie theoretisch tatsächlich sind. Das heißt, Eingriff, aggressiver Eingriff in den Markt oder den Leuten das Gefühl, es ist eh alles nicht so, hat natürlich Auswirkungen zum Beispiel auf das subjektive Sparverhalten. Weil wenn was teuer ist, dann gehe ich mit dem Gut vorsichtiger um, als wenn sich eigentlich eh nichts ändert. Daher glauben wir auch nicht wirklich daran, dass du mit künstlichen Eingriffen in den Markt da jetzt die große Lösung herbeiführen kannst. Im Gegenteil, das kann sogar äußerst kontraproduktiv sein, wenn beispielsweise Unternehmen auf einmal in deren Gewinn- und Verlustrechnung aggressiv eingegriffen wird, sondern aus solchen Situationen entstehen wiederum neue Lösungen.
vielleicht auch neue auch Energiequellen, man investiert in Alternativen. Also es passiert etwas. Drum, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir durch dieses Tal der Tränen sicherlich noch eine Zeit lang gehen werden müssen, damit daraus auch wieder etwas Neues entstehen kann. Mhm. Dazu auch gleich eine Frage eines Zuschauers, über die man sicherlich trefflich streiten kann und lange diskutieren kann. Greift die Politik aktuell nicht zu stark in die sich normalerweise selbst regulierenden Märkte ein? Und welche Auswirkungen hat die Politik auf die Finanzmärkte, positiv oder negativ? Ja, das ist natürlich ein sehr weites Feld. Ich würde da nur mal einen Aspekt rausgreifen, den Christian eben auch schon angesprochen hat. Wenn wir jetzt an die ganzen Unterstützungspakete denken, die jetzt in Deutschland aufgelegt worden sind und auch in anderen Ländern aufgelegt werden, da ist dann von Übergewinnen die Rede und von Preisbremsen die Rede und so weiter. Und ich glaube, man muss da zwei Sachen ganz klar voneinander trennen. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, der Effekt dieser Inflation, die wir im Moment sehen, auf die Portemonnaies der Bürgerinnen und Bürger ist erheblich. Ja, und das wollen und können wir auch überhaupt gar nicht wegreden oder wegdiskutieren. Das heißt, ja, es gibt einen sozialpolitischen Auftrag für ganz bestimmte Bevölkerungsschichten, dafür zu sorgen, dass diese Preisniveausteigerungen nicht dazu führen, dass diese Menschen unter das Existenzminimum rutschen, sich ihre Wohnung, ihre Nebenkosten, das, was wirklich zum Leben notwendig ist, nicht mehr leisten können. Da ist ein Haken dran, auch aus ökonomischer Perspektive. Ja. Die Frage ist jetzt nur, was macht man? Und der Weg, der an vielen Stellen gewählt wird, ist eben das, was Christian gerade dargestellt hat, in den Marktmechanismus einzugreifen. Und das, was auch der Fragesteller oder die Fragestellerin hier zu Recht kritisch sieht, und irgendwie zu versuchen, an den Preisen, an den Mengen der Güter zu drehen, die auf diesen Märkten gehandelt werden. Und dann passiert das, was Christian gerade dargestellt hat. Dann kann der Markt seine Aufgabe, nämlich für uns erfolgreich Knappheiten zu administrieren, nicht mehr nachkommen oder jedenfalls nicht mehr vollumfänglich nachkommen. Und von daher wäre aus der ökonomischen Perspektive das sinnvolle Eingreifen in diese Situation wirtschaftspolitisch eben nicht einzelne Märkte irgendwie zu versuchen zu administrieren, sondern dafür zu sorgen, dass die Bevölkerungsschichten, die eine Unterstützung brauchen, diese monetäre Unterstützung auch bekommen und dann trotz der Preisentwicklung an den Märkten nach wie vor in der Lage sind, ihre grundlegenden Bedürfnisse zu decken. Genau, und darum ist es auch so wichtig, jetzt vor allem im Vordergrund zu haben, wie oder welche Beiträge man leisten kann, damit wir dieses Inflationsniveau nach unten bringen. Weil wir wissen, hohe Inflation belastet in allererster Linie einkommensschwache Haushalte, was wiederum, ich würde mal sagen, gerade von denen, die jetzt vielleicht nicht politische Verantwortung haben oder Populisten etc., sehr, sehr schnell genutzt werden kann, um Stimmung zu machen zwischen zwei Polen, also denen es eh gut geht und die darunter leiden. Und deshalb braucht es natürlich, wie gesagt, diesen auch sozial sichernden Ausgleich dort, wo es einfach notwendigerweise der Fall ist. Aber in den Markt per se einzugreifen, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eher kontraproduktiv. Markt ist ein gutes Stichwort. Unsere eigene VV-Markt, der Hauptbaustein ist die Marktverantwortung, ist der Marktbaustein in unserer Vermögensverwaltung und darauf beziehen sich auch zwei Fragen. Philipp, Aktien sind unter Druck, jetzt aber auch Anleihen. Die sollten eigentlich im Marktdepot stabilisierend wirken. Und nun? Fragt eine Zuschauerin. Ja, eine sehr berechtigte Frage. Wir haben jetzt ja viel implizit schon über die Aktienmärkte gesprochen. Die sind nervös. Wir haben negative Wertentwicklungen zu beobachten. Das ist sehr unerfreulich. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass das für Aktienmärkte überhaupt nichts Ungewöhnliches ist. Also das Ausmaß sozusagen der Korrekturen, die wir da im laufenden Jahr gesehen haben, das reiht sich ein in viele vorhergegangene Marktphasen, die noch nicht mal mehr im Nachhinein man mit dem großen Wort Krise irgendwie überschreiben würde, ne? Sondern da ist relativ wenig eigentlich in der historischen Perspektive passiert. Dort, wo wirklich historische Wertverluste eingetreten sind, ist auf der Anleiheseite. Ja, das muss man ganz klar so sagen. Also wenn man sich da anschaut,
wann habe ich zuletzt solche Wertverluste im Anleihebereich gesehen, dann ist das Jahrzehnte her. Ja? Und das hat natürlich etwas mit der Zentralbankpolitik zu tun, mit den steigenden Zinsen zu tun, die dazu führen, dass vorübergehend die Kurse dieser Anleihepapiere erstmal sinken, ja? Und deswegen diese Verluste zu Buche stehen. Jetzt hat die Fragestellerin, der Fragesteller schon richtig gesagt, naja, eigentlich sollen diese Anleihepapiere ja zur Stabilisierung im Portfolio beitragen. Und das jetzt bitte nicht als Spitzfindigkeit missverstehen, sondern ich meine das ganz ernst. Trotz der negativen Rendite, die die Anleihen gebracht haben in diesem Jahr, tragen sie nach wie vor zur Stabilisierung des Portfolios bei. Wenn wir mal zurückgehen gedanklich in den Juni, also per Ende Juni hatten wir zuletzt die Tiefststände in den Portfolios gesehen auf der Aktienseite. Da hatten wir eine Marktphase, wo die Aktien also deutlich negativer standen in unseren Strategien als heute. 3 Monate davor standen sie deutlich positiver. Jetzt stehen sie wieder negativer. Was will ich damit sagen? Weil momentan die Wertentwicklung der Aktien auf den ersten Blick weniger risikoreich aussieht als bei den Anleihen. Sprich, Anleihen haben im Moment ein höheres Minus als der Aktienbaustein. Bedeutet das nicht, dass tatsächlich der Risikogehalt dieser Anlageklassen sich vertauscht hat sozusagen und mittlerweile Anleihen das risikoreichere Asset, die risikoreichere Anlageklasse sind? Wir sehen keine Rendite. Im Gegenteil, wir haben Wertverluste. Aber diese Wertverluste treten lange nicht mit der Schwankungsintensität und dem Ausmaß auf, wie wir es auf der Aktienseite immer wieder auch sehen können in ganz normalen Marktverläufen. Von daher Stabilisierung des Portfolios nach wie vor, aber leider in diesem Jahr mit deutlich negativen Renditen. Man muss vielleicht auch dazu sagen, Anleihen waren ja mit einer Zinsrealität in den letzten Jahren konfrontiert, die ja bei null oder sogar negativ war. Das hat lange Zeit, das war auch mehr oder minder in eingemeißelt, diese Realität. Niemand, auch wir sind schon sehr zurückhaltend mit Prognosen, konnten uns vorstellen, Inflationsraten von 10%, wie gesagt, weil wir uns auch nicht Ukraine vorstellen konnten und all die Abhängigkeiten, die sich daraus ergeben. Aber die doch massiveren Eingriffe der Zentralbanken, die eben notwendig sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ein höherer EZB-Zinssatz bringt uns jetzt kein billigeres Gas, ja, wenn der Herr Putin das abdreht. Aber es ist eine notwendige Reaktion, eine sehr auch schnelle Reaktion auf das, was passiert. Und ohne jetzt allzu viel in die Prognose zu gehen, lässt sich doch vermuten, dass wir zumindest eine Zeit lang eine sehr, wie soll ich sagen, ein beherztes Engagement der EZB sehen werden, was die Zinsseite betrifft. Das heißt, es steigen Zinsen, die natürlich nach diesen jahrelanger Flat-Situation auf den Anleihen mit den Kursen etwas machen. Und das wird eine Zeit lang brauchen. Die alten Anleihen laufen ab, neue mit höherer Verzinsung kommen dazu, bis sich da wieder die Rendite darstellen lässt. Aber an der Stabilität in der Gesamtveranlagung, daran gibt es keinen Zweifel. Philipp, ist es denn jetzt ein guter Zeitpunkt, um Anleihen zu kaufen? Auch das eine Frage eines Zuschauers. Um Anleihen zu kaufen? Mhm. Diese Frage stellt ja wie so viele andere Fragen immer wieder darauf ab, ob es irgendeinen idealen Zeitpunkt gibt, um bestimmte Investitionen durchzuführen. Ja? Und die Antwort ist ja, diesen idealen Zeitpunkt gibt es in jedem Fall. Das Schlimme ist nur oder das Ungünstige ist nur, dass ich diesen idealen Zeitpunkt grundsätzlich immer erst im Nachhinein identifizieren kann. Und damit ist diese Frage für eine wirkliche Investitionspraxis nicht beantwortbar, ja, weil ich kann die Frage mit Sicherheit nur im Nachhinein beantworten. Ich muss aber im Vorhinein die Investitionsentscheidung treffen. Also unsere Perspektive ist ja die, wenn es um eine wirkliche Investition geht, also nicht nur Sparen auf dem Sparbuch oder dem Tagesgeld oder so, wenn es um eine wirkliche Investition geht, dann ist die Perspektive oder das, was am meisten Perspektive bietet, das Thema Aktienmarkt, ja, und die weltweite Aktieninvestition. Und um das auch
denjenigen zu ermöglichen, die nicht willens oder nicht in der Lage sind, die vollumfänglichen Aktienmarktrisiken dabei auch einzugehen, benutzen wir Anleihen, um sie im Portfolio beizumischen als Stabilitätsfaktor. Und das ist die Art und Weise, wie wir über dieses Thema nachdenken, gar nicht so sehr oder im Grunde überhaupt nicht, wann soll man irgendwas machen, sondern wie schaffen wir es, für jeden und jede eine Möglichkeit zu bieten, weltweit in den Aktienmarkt zu investieren. Und Philipp, eine weitere Frage, die sich direkt auf die Depots der Bank bezieht. Guten Abend, vielen Dank, dass Sie Ihren Kunden das Forum zur Verfügung stellen. Ich habe eine Frage zum sogenannten ausgewogenen Depot im Sinne einer Risikostreuung. Warum sind im Depot der Quirinbank keine Rohstoffe wie zum Beispiel Xetragold enthalten? Eine Beimischung von Gold hätte meines Erachtens zu weniger Verlusten geführt. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ja, auch da im Grunde genommen dieselbe Frage nochmal von der anderen Seite gestellt und noch ein separater Aspekt mit dazu. Ja, Gold hätte zu weniger Verlusten geführt als Aktien. Das ist aber etwas, was wir auch wieder erst im Nachhinein sicher sagen können. Ne? Sehen Sie vielleicht Gold von der anderen Perspektive, also ein mehr oder weniger Nullsummenspiel jetzt auf Jahressicht, seit Jahresbeginn, ganz leichtes Plus bei einer Inflation von mittlerweile in Deutschland knapp 8%, in anderen Volkswirtschaften noch viel mehr. Da würde ich mir vom vermeintlichen Inflationsschützer Gold doch sehr viel mehr Wertentwicklung versprechen. Ne? Also auch da sehen Sie wieder diese vermeintlichen sicheren Zusammenhänge zwischen bestimmten volkswirtschaftlichen Entwicklungen, bestimmten Anlageklassen, gibt es so auch nicht mit 100%iger Sicherheit. Gibt immer mal wieder Phasen, wo das so war, gab immer auch wieder Phasen, wo das nicht so ist. Und der Grund dafür, dass wir in unseren Marktportfolios weder Rohstoffe, also Industrierohstoffe, noch Gold mit investiert haben, ist, dass diese Investitionen ja aus unserer Perspektive letzten Endes keine sind, sondern immer implizit die Erwartungshaltung oder die Hoffnung beinhalten, dass aus irgendeinem Grunde eine Kursfantasie für diese Rohstoffe oder das Gold sich ergibt. In den Rohstoffen selbst, im Gold selbst, findet keine Wertschöpfung statt. Das heißt, Sie haben keine quasi automatische Aussicht aus diesen Marktmechanismen, über die wir gesprochen haben, dass diese Wertschöpfung auch dazu führt, dass Ihre Vermögensanlage an Wert gewinnt. Wenn Sie in ein weltweites Aktienportfolio investieren, investieren Sie im Grunde genommen in gar nichts anderes als in Wertschöpfung. Also da werden jeden Tag von allen Unternehmen auf der Welt Kundenbedürfnisse befriedigt und Mehrwerte geschaffen. Und das ist das, was diese Portfolios antreibt. Und auf diese Kursspekulation bei Rohstoffen, Gold oder auch Krypto setzen wir ganz bewusst nicht. Ich würde sagen, wir gehen sogar noch einmal einen Schritt weiter, weil dieser Grundanspruch der Diversifikation hilft uns auch, Themenhypes relativ geschickt zu umschiffen. Ich erinnere mich, letzten Herbst gab es natürlich einige auch unserer Kunden, die zu uns gesagt haben, warum habt ihr eigentlich nicht mehr Tech-Aktien in diesen Portfolios drinnen? Das ist doch völlig klar, dass die outperformen müssen, weil es war Corona und Tech und digital ist einfach jetzt angesagt. Steigende Zinsen löst auch für diese Branche einiges an Veränderung aus, auch das Startup-Community etwas unter Druck geraten. Jetzt sagt jeder, wieso wart's da eigentlich dabei? War doch eh klar, dass genau dieses Thema jetzt gefährdet ist. Das heißt, ob du jetzt Rohstoffe nimmst oder irgendwelche Einzelwerte aus irgendeinem Branchenbereich, so wie der Philipp richtig sagt, wir wissen erst im Nachhinein, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht. Und drum ist eine ganz, ganz klare Empfehlung, in diesen Krisenphasen möglichst breit aufgestellt zu sein. Diversifikation hilft in guten wie in schlechten Phasen. Das ist das, was in Wirklichkeit auch eine gewisse Stabilität bringt und dir die Sicherheit gibt, wann immer es wieder positivere Märkte oder Stimmungen gibt, dann werden Sie davon mit profitieren und nicht gerade in einem Bereich drinnen sein, der davon nicht erfasst ist. Also breit aufgestellt, dann bin ich gut aufgestellt sozusagen, in guten wie in schlechten Zeiten, ja, um das mal auf den kurz zusammenzufassen. Das heißt, Philipp, Einzelaktien ist nicht so unser Thema, weil eine Zuschauerin fragt auch, welche China-Aktien haben denn nach Aussicht in ihrer Zukunft?
Genau, also Einzelaktien sind überhaupt nicht unser Thema, weil diese Frage und auch andere Fragen, sollte ich nicht jetzt oder hätte ich nicht vor 3 Wochen oder in 4 Wochen irgendwie Energieversorger kaufen sollen oder was auch immer gerade thematisch sozusagen zu unserem Umfeld passt, diese Fragen lassen sich nicht beantworten. Ja, es ist letzten Endes Spekulation, wenn ich jetzt oder irgendjemand anders sagt, ja, da gibt es 4 Aktien in China, die auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben sind und so weiter. Das ist nichts weiter als eine Story. Und wer darauf setzt, der investiert nicht, sondern der spekuliert darauf, dass bestimmte Erwartungshaltungen tatsächlich eintreten. Und damit wollen wir in unseren Vermögensverwaltungsportfolios überhaupt nichts zu tun haben. Unsere Überzeugung ist ja, wenn der Kunde breit investiert in den Markt, breit aufgestellt in den Markt investiert und langfristig investiert bleibt, dann fährt er eben am besten. Ne? Deshalb machen wir das für die Kunden auch so. Gibt es denn, Philipp, ein Szenario, bei dem wir einen Ausstieg aktiv empfehlen würden? Und wenn ja, welches ist das? Das fragt auch ein Zuschauer. Ja, mir würde ein Szenario einfallen, bei dem wir einen Ausstieg empfehlen würden, nämlich wenn wir aus irgendeinem Grund sicher sein könnten, dass unsere Welt in 2, 3, 4 Wochen oder Monaten untergeht. Dann würde ich Ihnen ganz dringend raten, holen Sie all Ihr Geld aus der Bank, kloppen Sie es auf den Kopf und lassen Sie es gut gehen. Aber ansonsten müssen wir einfach ganz realistisch sein. Worauf setzen wir? Wir setzen auf das Wachstum der Weltwirtschaft. Jetzt mal ernsthaft gesprochen, ne? Ein Szenario, in dem sich diese Art der Investition nicht lohnt, ist automatisch ein Szenario, in dem auf 5, 10, 15 Jahre keine Mehrwerte mehr geschaffen werden weltweit. Dieses Szenario ist auch nicht auszuschließen, aber in dem Szenario gibt es dann ganz andere Sorgen, die wir haben, als die Frage, wo wir unser Geld anlegen. Das ist, glaube ich, eine ganz große Fiktion von vielen, zu sagen, ja, wenn die Welt um mich rum auch zusammenbricht, ich habe ja mein Geld so angelegt, dass mich das überhaupt gar nicht tangieren muss. Das ist komplette Fiktion aus meiner Sicht. Ja, dann müssen Sie schon Ihr Geld in Ravioli-Dosen und in Gewehre anlegen. Ne? Dann tangiert Sie das vielleicht nicht so wahnsinnig. Aber ansonsten ist dieses Szenario, dass wirtschaftlich die Welt untergeht, das Einzige, was dazu führen würde, unsere Strategie nicht mehr zu investieren. Und dann ist das, wie gesagt, das geringste Problem, was es gibt. Und das passt nämlich jetzt wirklich auch als zweiten Punkt ganz gut auch zu dieser Frage, wie reagieren. Und genau diese Anlegerdisziplin zu haben, die ist ja genau diese emotional große Herausforderung, weil, wie gesagt, rundherum signalisiert uns die Umgebung Angst, Flucht, Verstecken, in Sicherheit bringen. Und die Empfehlung ist, lieber Anleger, sei vorsichtig. Und ich mag wirklich diesen Satz einmal wirklich auch zerpflücken, einmal in der Empfehlung. Was fange ich an, wenn ich jetzt 20-30% meines Geldes im Aktienmarkt investiert habe, hoffentlich breit aufgestellt, global und unserer Methode vertrauend, wenn mir jemand sagt, ich soll jetzt vorsichtig sein? Lass mir das einmal kurz wirken. Was heißt das jetzt, vorsichtig sein? Soll ich jetzt verkaufen? Aber da sind wir bei dem, was der Philipp sagt. Das Thema ist, jetzt rauszugehen und zu sagen, in einem halben Jahr ist sicherlich alles besser, stellt auf ein Timing ab, von dem ja 90% der aktiven Manager überzeugt sind, dass es funktioniert. Nur wissen wir aus der Kapitalmarktforschung, funktioniert leider nicht. In 90% der Fälle wird dieses Timing von der Marktperformance geschlagen, weil es eben so verdammt schwierig ist, den besten Zeitpunkt für Ein- und für Ausstieg zu finden. Daher ganz klar die zweite Empfehlung, neben der breiten Diversifikation, diese Anlegerdisziplin zu halten und entgegen den menschlich verständigen Fluchtgedanke seiner Anlagestrategie treu bleiben, die man hoffentlich aus guten Gründen für sich gewählt hat, die zum Gesamtvermögen passt und die auch mit der Lebensplanung übereinstimmt. Wenn das gegeben ist, kann jemand relativ entspannt auch nach vorne schauen und muss sich nicht von jeder Schlagzeile sofort in irgendeine Aktivität zwingen lassen. Mhm.
Der Aktienteil im Marktportfolio, Philipp, der profitiert im Moment wohl vom schwachen Euro. In welchem Verhältnis stehen die ETFs in Euro zu den in Dollar notierten, fragt ein Zuschauer. Ja, wir haben ja einen relativ starken Euro-Verfall gesehen im Laufe des Jahres. Etwas unter einen Dollar stehen wir mittlerweile mit dem Euro. Und wir sind ja international sehr, sehr breit aufgestellt im Aktienmarkt, ungefähr 50% in den USA. Noch etwas mehr kommt dazu in den Emerging Markets, in anderen internationalen Volkswirtschaften, die in Dollar fakturieren. Das heißt, man kann mit einem dicken Daumen sagen, 2/3, 3/4 unseres Aktienexposures haben eine unmittelbare Dollar, einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Dollar, mit der Dollarentwicklung. Und die Strategien profitieren eben dann davon, dass dieser Ertrag in Dollar ja in Euro umgerechnet wird und der wird in Euro umgerechnet eben immer mehr wert. Und der Effekt liegt so bis vorletzte Woche ungefähr bei 6-7%, der Währungseffekt ausmacht an der Wertentwicklung unserer Strategien auf diesen Aktienteil gerechnet. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt im Vergleich zu internationalen Aktienindizes zum Beispiel nur deswegen besser abschneiden, weil wir in Euro rechnen, sondern auch, wenn Sie in diesen Indizes die Euro-Entwicklung rausrechnen, ist es im Moment so, dass wir auch von einem MSCI World, von einem All-Country-World-Index leichten Vorsprung haben im Moment. Philipp, inwieweit ist denn, wir haben es vorhin gesagt, der Euro ist so schwach wie lange nicht. Inwieweit ist denn Italien als Wackelkandidat auch im Hinblick auf die politische Situation für die Stabilität des Euro verantwortlich? Ja, also ich glaube, die Fragen, die man sich hinsichtlich der Stabilität des Euro stellt, sind politische Fragen. Das ist, glaube ich, schon kommt richtig in der Frage raus aus meiner Sicht. Das sind keine technisch-administrativen Fragen. Na, also die EZB, Mario Draghi hat vor 10 Jahren klargemacht, die EZB ist technisch-administrativ in der Lage, den Euro zu verteidigen. Ja, da gibt's kein Vertun. Diese Frage stellt sich niemand mehr. Und die Frage, die man sich eher stellt, ist, was passiert jetzt in den Parlamentswahlen in Italien? Wer gewinnt da, wenn die Falschen in Anführungszeichen gewinnen, jetzt aus Sicht der Euro-Stabilität, wird dann tatsächlich darauf hingearbeitet, irgendwie aus dem Euro auszutreten. Ich persönlich halte das alles immer für sehr viel Populismus. Wir haben es ja in der Vergangenheit gerade in Italien schon gesehen. Da haben wir ja in den letzten Jahren auch Regierungsbeteiligungen gehabt von Parteien, die ganz laut gebrüllt haben, wir werden aus dem Euro alle austreten und so weiter. Das ist etwas, was erstens administrativ wahnsinnig schwierig ist und auch wirtschaftspolitischer Selbstmord letzten Endes wäre. Wer soll italienische Staatsanleihen dann noch kaufen, wenn das tatsächlich so durchgezogen würde? Also ich halte nach wie vor die Wahrscheinlichkeit dafür sehr gering. Aber Entschuldige, noch ganz kurz, es zeigt sehr, sehr schön auf, was in einem Land passieren kann, wenn Menschen, die einfache Lösungen versprechen, möglichst laut auftreten. Ich glaube, wir haben weltweit eine echte Komplexität, die nicht immer einfach zum Durchsteigen ist und uns vorsichtig machen sollte, wenn mir irgendjemand, wurscht woher es kommt, eine allzu einfache Lösung für ein komplexes Thema präsentiert. Und leider politisch funktioniert offensichtlich dieses System ganz gut. Zwei Botschaften und die Welt wird, es geht die Sonne auf und alles ist in Ordnung. Also ich glaube, was wir in dieser Krise auch lernen müssen, ist auch seine eigenen Grenzen auch wahrzunehmen und sich mit den Dingen auch ein bisschen beschäftigen oder vertraut machen oder zumindest zurückhaltend sein, wenn uns jemand eine ganz, ganz einfache Lösung verspricht, die alle Probleme dieser Welt mit drei Maßnahmen löst. Das ist problematisch. Und noch problematischer, wenn sich solche Stimmen politisch dann auch zu Mehrheiten durchsetzen, die dann in der Realität und in der Praxis oft kolossal scheitern. Philipp, was glaubst du denn, wann der Sinkflug des Euro sozusagen zu Ende ist? Also auch das eine Frage aus dem Publikum. Ja, um die Frage, also den genauen Zeitpunkt, wie alle anderen Prognosen, lässt sich natürlich nicht bestimmen, ne? Aber man kann sich die Frage stellen, warum ist denn der Euro überhaupt im Sinkflug?
unsere Interpretation, meine Interpretation, nicht das, was viel auch in der Zeitung zu lesen ist. Wir haben gerade schon über Italien gesprochen, kommt jetzt die Euro-Krise 2.0 und so weiter. Ich glaube, das ist nicht das, was hinter der Euro-Schwäche steckt, sondern vielmehr steckt dahinter eine Dollarstärke. Warum? Wir haben über die außerordentlichen Herausforderungen gesprochen. An den Kapitalmärkten führen solche Risikoszenarien in aller Regel dazu, dass viel US-Anlagen, vor allen Dingen US-Staatsanleihen, nachgefragt werden. Wenn ich sowas nachfragen möchte, dann muss ich Dollar haben. Das heißt, ich muss, wenn ich im Euroraum ansässig bin, meine Euro verkaufen, Dollar kaufen. Das heißt, der Eurokurs fällt, der Dollarkurs steigt. Das ist eigentlich der ganz wesentliche Zusammenhang. Einmal aus dieser Risikoperspektive getrieben und zum Zweiten daraus getrieben, dass wir mittlerweile ein relativ großes Zinsdifferenzial zwischen USA und Europa haben. Hier ist der Leitzins noch unter 1%, in den USA schon über 2%. Dementsprechend sind auch die Zinsniveaus unterschiedlich. Das heißt, ich kann jetzt in Europa Anleihepapiere verkaufen und mir dafür amerikanische Anleihepapiere kaufen. Ist wieder mit anderen Risiken verbunden, davon abgesehen. Ich kriege aber auf dem Papier erstmal einen höheren Coupon. So, und das bedeutet aus meiner Sicht, dass wenn diese beiden aus meiner Sicht maßgeblichen Faktoren für die Euro-Schwäche, die Dollar-Stärke wieder zurückgehen, dass wir dann auch eine Trendwende bei der Kursentwicklung sehen, wenn die Kapitalmärkte sich beruhigen weltweit und wenn das Zinsdifferenzial schmilzt zwischen Eurozone und USA. Philipp, vorhin hatten wir schon mal das Thema Inflation, dazu gibt es aber auch noch Fragen. Demnächst, zumindest bis Ende des Jahres, dürfte die Inflation zweistellig sein, ca. 10-12%. Wie hoch muss der Euro-Leitzins angehoben werden, um auf die Inflation wieder auf 2% zu senken, und wie schnell wird das gehen? Zinsanhebungsschritte pro Jahr? Fragezeichen. Ja. Auch hier nochmal zur Klarstellung, ne, das lässt sich nicht sicher prognostizieren, was die EZB genau tut. Sie gibt ja immer eine gewisse Vorausschau, was die nächsten Schritte möglicherweise sein werden, aber lässt sich da ganz bewusst auch immer eine Hintertür, hört sich so negativ an, eine Flexibilität, um auch auf sich ändernde Rahmenbedingungen noch reagieren zu können. Ne? Ich glaube aber, das Wichtige ist, dass in dieser Frage verständlicherweise eine Art Missverständnis drinsteckt, nämlich, dass man sozusagen gegen diese Inflation von einem bestimmten Prozentsatz quasi mechanistisch einen bestimmten Leitzins als Prozentsatz stellt, sodass sich das beides wieder ausgleicht, ja, oder das eine dazu führt, dass die Inflation runterkommt. Was macht die EZB im Moment mit dieser Zinssteigerung und was haben die Amerikaner schon ein bisschen früher angefangen zu machen? Zwei Dinge. Erstens, mit steigenden Zinsen sinkt die wirtschaftliche Aktivität. Investitionen werden teurer, kreditfinanzierter Konsum wird teurer, wenn Zinsen steigen. Das heißt, es wird etwas weniger wirtschaftliche Aktivität entfaltet. Es gibt weniger Nachfrage. Je weniger Nachfrage da ist bei einem konstanten Angebot, desto mehr können Preise nicht steigen bzw. sinken sogar leicht. Das ist ein Wirkkanal. Und der andere, noch viel wichtigere Wirkkanal, gerade aktuell, ist der, dass die Notenbanken mit diesen Maßnahmen Vertrauen schaffen wollen. Vorhin hat es Christian schon gesagt, die EZB kann im Moment ihren Leitzins beliebig anheben. Das wird nicht dazu führen, dass der Gaspreis sinkt oder dass der Strompreis sinkt. Das wird nicht passieren. Was die EZB mit diesen Zinsanhebungen auf jeden Fall unbedingt vermeiden will und auch unbedingt vermeiden muss, ist ein Szenario, in dem Sie und ich und wir alle das Vertrauen darin verlieren, dass die EZB die Preisniveauentwicklung nach wie vor unter Kontrolle hat. Wenn wir eine Inflation von 8% haben, die nicht mehr darauf beruht, dass Energiepreise 30% und Lebensmittelpreise, weil sie sehr transportintensiv sind und an der Energie hängen, 10-15% teurer werden und alles andere sich eigentlich nur moderat verteuert, sondern wenn wir eine Inflation erleben, die überall 8% Preissteigerung bedeutet, egal welche Ware, welche Dienstleistung, dann sind wir in einem solchen Szenario, wo die EZB überhaupt gar keine Kontrolle mehr darüber hat, weil dann haben sich offensichtlich unsere Erwartungen darüber, wie die Inflation sich entwickelt, vollkommen losgelöst und wir vertrauen nicht mehr darauf, dass wir mittel- bis langfristig 2% Inflation sehen. Und das ist der Grund, weswegen die Zinsen im Moment angehoben werden, in allererster Linie. Und das ist auch der Grund, warum man jetzt keinen mechanistischen Zusammenhang herstellen kann, ab wann diese Eindämmung der Inflation funktioniert mit dieser Zinsanhebung. Zwei Fragen, die sich hier auch noch anschließen. Philipp, ist die EZB denn in der Lage, eine Inflation zu bekämpfen, die von der Angebotsseite her kommt? In der Regel reagiert sie ja auf eine Inflation der Nachfrageseite.
Ja, ganz korrekt. Das ist diese anders formuliert, das, was ich eben gerade nochmal wiederholte vom Christian vorhin. Die EZB kann mit Zinserhöhungen nicht den Gaspreis drücken. Ne, das funktioniert nicht, aber sie kann mit Zinserhöhungen dafür sorgen, dass Inflationserwartungen sich nicht entkoppeln. Und Philipp, erwartest du aufgrund der immer höheren Kosten zur Erreichung der Klimaziele überhaupt eine Trendwende bezüglich des Inflationsverlaufes? Auch das eine Frage aus dem Publikum. Ja, also ich persönlich erwarte eine Trendwende einfach schon deswegen, weil eine Nicht-Trendwende bedeuten würde, dass die Preise von schon gestiegenen Niveaus, die wir jetzt sozusagen im Laufe 2022 neu etablieren, von diesen gestiegenen Niveaus prozentual in gleichem Maße weiter steigen, was nichts anderes bedeutet als eine exponentielle Entwicklung der Preise. Also wenn ich jetzt 10 Jahre lang jedes Jahr 5% Inflation habe, dann ist ja mein Preisniveau absolut betrachtet exponentiell gestiegen. Jedes Jahr die gleiche prozentuale Steigerung auf einen immer höheren Basiswert bedeutet exponentielles Wachstum. Und das ist ein Szenario, was bedeuten würde letzten Endes, dass die Preismechanismen am Markt nicht mehr funktionieren. Ja, und das halte ich selbst auch durch die Herausforderung, die Investitionen für sozusagen die grüne Erneuerung der Wirtschaft bedingen werden, halte ich nicht für ein realistisches Szenario. Zum Thema Klimaproblematik auch noch eine weitere Frage, Philipp. Wie schätzen Sie mittel- und langfristig die Klimaproblematik und ihre Auswirkungen auf den kapitalistischen Wirtschaftsprozess des unbegrenzten Wachstums ein? Die Welt könnte untergehen, nicht in 4 Wochen oder auch nicht plötzlich, aber wenn der Markt so weiter agiert, siehe zum Beispiel Club of Rome, die Wahrscheinlichkeit als hoch an. Denken Sie, ja, in Ergänzung, der Markt wird diese Grundproblematik aufnehmen und lösen? Ich glaube sogar noch ein bisschen weiter formuliert, wir haben keinen anderen Mechanismus als diesen, um überhaupt eine Chance darauf zu haben, dieses Problem, dieses wahnsinnig komplexe Problem, was jeden Aspekt unseres Lebens betrifft, lösen zu können. Ich halte es für vollkommen illusorisch, dass wir eine nationale, europäische, globale, was auch immer Behörde irgendwie aufstellen könnten, die in der Lage wäre, diese Vielzahl an Informationen, technischer Entwicklung und so weiter besser zu verarbeiten als der Marktmechanismus. Ja, was haben wir? Und da gibt es, glaube ich, auch ein Missverständnis. Wenn wir mit Blick auf diese Frage in die Vergangenheit schauen, müssen wir daran denken, dass wir es in den letzten Jahrzehnten versäumt haben, das Thema Umwelt und das Thema natürliche Ressourcen angemessen, und zwar in Form von Preisen, die tatsächlich zu berücksichtigen sind, in diesen Marktprozess einzubringen. Ja, wir können nicht sagen, na, in den 70er Jahren ist ja wahnsinnig viel Luftverschmutzung passiert und wie soll sich das ändern? Ja, die ist passiert, weil wir bis dato das nicht als relevanten Aspekt für die Wirtschaftssubjekte irgendwie mit in den Prozess gebracht haben. Das ändern wir im Moment, das haben wir schon massiv geändert und das ändern wir weiter nochmal massiver. Und deswegen habe ich große Zuversicht, dass das funktionieren wird. Und der Club of Rome hat seinen Bericht, glaube ich, 1972 vorgelegt. Seitdem sind schon 50 Jahre, glaube ich, relativ erfolgreich, sowohl wirtschaftlich als auch was den Umweltschutz angeht, vergangen. Und von daher, glaube ich, ist diese, sag ich mal, positive Sicht der Dinge da auch durchaus zu rechtfertigen. Und ich glaube auch als Ergänzung, wir beobachten ja auch einen relativ natürlichen Vorgang. Je krisenhafter die Situation ist, umso kreativer werden wir Menschen. Ja? Wenn ich quasi in eine problematische Situation hineinlaufe und ich delegiere all meine Probleme an einen Dritten, dann wäre ich aus dieser problematischen Situation wahrscheinlich mit eher weniger Energie ausbrechen wollen, als wenn es mich ganz persönlich betrifft. Und man muss schon sagen, wir haben uns in den letzten 20, 30 Jahren einen Wohlstand aufgebaut und erarbeitet, der zum Teil auf Ressourcennutzung ausgerichtet war, die gefühlt und auch real relativ wenig gekostet haben. Man hat exklusiven Lieferanten vertraut, die mit günstigen Preisen uns in das Vertragsverhältnis gelockt haben, man muss es schon so sagen. Und kein Politiker hätte damals gesagt, na, wir nehmen nicht das günstige russische Gas, sondern wir bauen noch 4 andere Pipelines in 4 andere Länder, und damit wir nicht abhängig sind.
Es hat unseren Wohlstand gesichert. Und gerade deshalb, weil dieser Wohlstand durchaus auch gefährdet ist, haben wir einfach die tiefe Überzeugung, dass auch viel Kreativität im Markt ist für Unternehmen, die sagen, ich kann erneuerbare Energie, die Ressourcennutzung per se, Alternativen entwickeln durch Forschung, durch Ausprobieren, durch viele andere Themen. Das heißt, das ist vielleicht der dritte Punkt, den wir mitnehmen sollten nach Anlagedisziplin und Diversifikation, sowas wie eine gewisse Zuversicht in uns zu behalten, weil wenn wir an das nicht mehr glauben, dann sind wir schon ein bisschen bei dem Szenario, was ja auch eine Fragestellung war, dann würde ich sagen, Geld reinnehmen, am Schädel hauen und dann aber darauf hoffen, dass wirklich dann Schluss ist, weil sonst hast vier schöne Wochen gehabt und nachher ist die Party zu Ende und man ist dann erstaunt, die Welt dreht sich doch weiter. Hatten im Übrigen auch schon in der einen oder anderen Prognose, wir erinnern uns an Jahrtausendwechsel, Maya-Kalender und Nosferatu und was weiß ich, was es da schon alles gab. Es gab dann immer von den Apokalyptikern das böse Erwachen, dass die angekündigte Untergang dann irgendwie doch nicht stattgefunden hat. Also Zuversicht, sich auch in diesen schwierigen Phasen zu bewahren, ist auch eine ganz, ganz gute Überlebensstrategie. Auf jeden Fall. Philipp, eine Frage zu der Performance unserer eigenen VV. Hast du es im Kopf, also von 2016 bis 2021, also sprich 5 Jahre und das erste Halbjahr 2022, fragt jemand, vielleicht auch in Relation so zu der allgemeinen Marktentwicklung? Genau, habe ich nicht im Kopf. Dafür haben wir auch zu viele Strategien mit unterschiedlichen Risikoabstufungen und so. Da sehr gerne mal auf die Beraterin, den Berater zugehen. Haben wir natürlich alles in den Factsheets, können wir auch alles neben die jeweiligen Marktentwicklungen legen. Parat im Kopf habe ich das nicht. Und wir haben ja hier wirklich Fragen quer durch das Gemüsebeet sozusagen. Und dem wollen wir auch nachkommen, haben wir ja am Anfang auch gesagt. Hallo, wie sehen Sie das Thema Kapitalverschiebung und Anlage ins oder im Ausland, zum Beispiel norwegische Kronen oder Schweizer Franken? Ja, grundsätzlich sehr kritisch. Die einzige Ausnahme wäre, wenn Sie auch Teile Ihres Lebensunterhalts in Norweger Krone oder Schweizer Franken bestreiten. Denn wenn Sie im Euroraum weiter ansässig sind, dann haben Sie immer ein Wechselkursrisiko. Ja, das kann in bestimmten Situationen mal sehr schön aussehen auf dem Depotauszug, weil Sie einen kräftigen, irgendwie positiven Wechselkurseffekt haben. Also der Euro wird schwächer gegenüber diesen Währungen. Und das kann sich aber sehr, sehr schnell auch wieder ins Gegenteil verkehren. Und das ist letzten Endes auch wieder eine Spielart der Spekulation, von der wir abraten würden. Und Philipp, sollte ich, fragt offensichtlich eine Kundin, sollte ich mit 66 und einem Anlagehorizont von 5 bis 7 Jahren meine Depotzusammensetzung von 80-20 ändern? Das geht ja schon in Richtung persönliche Beratung. Genau, Anlageberatung können wir nicht machen. Von den Parametern her sieht es erstmal nicht danach aus, aber das ist auf jeden Fall ein guter Anlass für ein Beratungsgespräch beim Berater oder der Beraterin. Wobei das Lebensalter ja schon ein österreichischer Musiker sehr ambitioniert besungen hat. Udo Jürgens, nicht, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Also alle Dauer dieser Welt sind berechtigt. Und sowohl im Vorfeld per E-Mail haben wir die Frage bekommen, als auch heute hier im Chat. Philipp, was mache ich denn, wenn ich wirklich kurzfristig ein bisschen Geld parken will? Also Tagesgeld, Konto, die Zinsen steigen wieder, ist das eine Option oder was kann ich da machen? Ja, wenn ich das Geld tatsächlich kurzfristig parken möchte oder es ist irgendwie die eiserne Reserve, falls die Waschmaschine kaputt geht oder das Auto oder was auch immer, dann führt leider daran kein Weg vorbei, auf Rendite zu verzichten und zu sagen, ich muss das Geld immer sozusagen als konstanten Wert permanent im Zugriff haben können, falls was ist. Und ansonsten für alles das, was längere Horizonte hat, dann kann ich die Investition auch wagen. Ich würde es eher als Mischkalkulation sehen, wenn ich da von der Planung her sauber aufgestellt bin, zum Beispiel durch ein Beratungsgespräch bei uns, dann kann ich nämlich diesen Teil der Investition sehr klar trennen von dieser kurzfristigen Reserve, kann dann nennenswerte Rendite auch auf der Investitionsseite machen und brauche mich dann grosso modo nicht mehr darüber ärgern, dass ein kleiner Teil, nämlich diese Notreserve, irgendwie mit null nach Hause geht.
Jetzt wollte ich gerade noch eine Frage vorlesen. Wir haben noch mehrere offen und wir schaffen heute auch nicht alle. Jetzt ist sie weg. Übrigens zu dieser Notreserve, man kann wirklich sagen, 2, 3 Monatsgehälter als täglich fällige Einlage ist sicherlich eine sehr vernünftige Faustregel. Und da muss man, so wie der Philipp richtig sagt, einfach zur Kenntnis nehmen, es funktioniert nicht Kurzfristigkeit, Risikolosigkeit und hohe Rendite. Dieses Dreieck gibt es einfach nicht. Und jeder, der da was anderes in Aussicht stellt, möge gewarnt sein, wer täglich fällig Geld veranlagt, muss sich immer die Frage stellen, wie viel Zinsen gibt es dafür? Ja, weil in steigenden Zinsen wird es auch ein paar Zinsen dafür geben. Wie hoch ist meine Inflationsrate? Und die Differenz ist das, was ich an Kaufkraft über einen längeren Zeitraum verliere. Daher ja auch für die mittel- bis langfristige Geldanlage raten wir dringend davon ab, weil es keine Möglichkeit ist, weder jetzt noch in der Vergangenheit noch in der Zukunft risikolos Kaufkraft auf Dauer zu erhalten. Philipp, was spricht denn dagegen, im Juli bei hohen Kursen, bei noch hohen Kursen, bei absehbar schlechter wirtschaftlicher Entwicklung zu verkaufen und bei niedrigen Kursen neu zu kaufen? Also ich glaube, es ist jetzt auch schon mehrfach rausgekommen, ne? Grundsätzlich spricht da natürlich nichts dagegen, wenn man die Glaskugel hätte. Die haben wir alle Nee, nicht. genau. Die Und Antwort steckt ja in der Frage schon drin. Nicht was spricht dagegen, sondern was hätte dagegen gesprochen. Ne? Im Nachhinein spricht überhaupt gar nichts dagegen, nur die Tatsache, dass ich im Nachhinein im Juli nicht mehr verkaufen kann. Ne? Und die Frage, ob das jetzt hohe Kurse sind oder nicht, jetzt war klar, ja, das waren hohe Kurse im Vergleich der letzten 5 Wochen, aber auch diese Frage lässt sich im Juli nicht zweifelsfrei beantworten. Und von daher, ja, das wäre schön, wenn man das im Nachhinein noch alles regeln könnte. Ne? Denken Sie an Zurück in die Zukunft und den Sportalmanach. Ne? Das ist natürlich irgendwie der Königsweg, aber den gibt es leider nur im Kino. daher glaube ich auch zum Schluss noch einmal Anlagedisziplin, Diversifikation und die Lebenseinstellung, Zuversicht. Das hilft auch durch schwierige Phasen zu kommen und ist unsere ganz klare Empfehlung für mittel- bis langfristige Geldanlage. Sehr schön. Nach diesem zusammenfassenden Satz hätte ich dich auch gleich noch gefragt, Christian. Wunderbar, du hast es jetzt schon vorweggenommen. Dann ja, mit Blick auf die Uhr, unsere Stunde ist vorüber. Wir haben nicht alle Fragen geschafft. Wir sind am zweiten Dienstag im Oktober wieder hier für Sie da. Zwischendrin natürlich auch immer per E-Mail, per Telefon erreichbar oder in einer unserer 15 Niederlassungen. Kommen Sie gern vorbei. Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns. Und ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für Ihre Fragen. Danke Christian und danke Philipp an euch beide. Sehr Und dann gerne. uns alle noch einen schönen Abend. Danke. Schönen Abend. Bis Tschüss. zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir würden uns freuen, Sie bei unserer nächsten Anlegersprechstunde wieder begrüßen zu dürfen. Alle Informationen zum nächsten Termin finden Sie unten in der Infobox. Ja, und wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, dann lassen Sie ein Like da, abonnieren uns und aktivieren die Benachrichtigung. Alle queeren Live-Veranstaltungen finden Sie in folgender Playlist.